meine Lieben, wie immer ist auch die Tür offen. Und meine Schränke und dies und jenes und bibabo und das und jas. Ja, wir kommen zu einem neuen Get Ready With Me. Wir labern jetzt ein bisschen und was machen wir dann? Ja, wir labern ein bisschen und richten uns. Würde ich sagen, ich habe Sonnenschutz schon drauf und zwar dieses hier. Dann benutze ich Naked Skin, Skin Concealer in Peach, um meine Augenringe ein bisschen auszugleichen. Muss ja nicht stark sein. So. Sieht man schon geblendet des Todes aus. So. Ja, kommen wir mal zu meinem Get Ready With Me. Heute ist Freitag. Meine Küche steht. Ich bin bereit. Ich höre Musik, um mich aufzupushen, sage ich mal. Ich benutze jetzt A Fresh and Fit Awake Make-up. Ich finde das klasse. Ich benutze ungefähr 3 bis 4 Pumper, wenn ich das direkt hier auftrage mit dem Gedöns hier. Eben wie gesagt, kein Primer. Ich fand das gestern so, so schönes Finish. Deswegen trage ich jetzt mal kein Primer. Ich habe nur Sonnenschutz drauf. Ich denke, das reicht. Was macht ihr heute Schönes? Ich, keine Ahnung. Muss meine Küche noch komplett fertig machen. Ich möchte, dass alle Oberflächen sauber sind. Ich habe ein paar Sachen aussortiert. Stellt euch mal vor. Ich konnte mich von ein paar Sachen in der Küche trennen. Tupperware habe ich jetzt nicht aussortiert. Es wäre eine längere Geschichte gewesen. Aber ich war sehr, sehr fleißig in den letzten Jahren, sage ich mal. Und habe sehr viel Tupper aussortiert. Das häuft sich. Und irgendwie verschwinden dann die Deckel und dies und jenes. Das war viel zu viel Foundation übrigens. Ja. Habt ihr Wunschlisten eigentlich? Themawechsel, Küche, komme ich gleich zu. Ich wollte mich einfach richten. Ich hasse das ungerichtet in den Tag zu starten. Es ist schon 22:30, glaube ich. Oder 22:10. Und ich war sehr glücklich mit dieser Foundation gestern, als ich sie in Full Face auf Schminkkörbchen Nummer, Trash Nummer 2 in meinem Gesicht drauf hatte. Deswegen habe ich gedacht, teste ich das. War natürlich viel zu viel. 2,5 hätten auf jeden Fall gereicht. Bis 2. Machen wir ein bisschen Foundation von den Lidern. Das war unnötig. So. Ja, man muss ein bisschen, finde ich, bei dieser Foundation warten, bis sie sich so ein bisschen auf dem Gesicht gesetzt hat. Und dann hat man so ein semi-mattes Finish, was ich sehr, sehr angenehm finde. Sie trocknet halt im Gesicht ein bisschen an, ist nicht mehr so glitschig. Finde ich einfach besser, weil was bringt mir eine Foundation, die so glitschig ist? Ja, genau. Und so. Das sieht doch schon mal nett aus. Lippenpflegestift von Labello Classic. Oder Original heißt das Ding. Damit ich die Foundation von den Lippen besser abkriege. Und, ja. Auf was für einen Trip seid ihr eigentlich? Wenn ihr irgendwas macht, hört ihr gerne Musik. Also ich gucke ja entweder YouTube-Videos, mir ist so schlecht seit 2 Tagen. Zu viel Kaffee in den letzten 2 Tagen getrunken. Und jetzt gerade eine Latte Macchiato. Da kommt es einem hoch. Ja. Ich wollte meine Sweet Peach Palette ausprobieren heute, weil ich finde einfach, das ist so ein Zwischending. Ich könnte auch heute was Tristes drauf tragen. Ich meine, das Wetter ist jetzt nicht Bombe, aber es ist trotzdem noch warm. Ich habe zwar meine Winterjacke heute angehabt und die Leute haben mich angeguckt, weil ich ja Ballerinas noch anhatte. Aber ich hatte absolut keinen Bock, irgendwas rauszusuchen. Es gibt so Tage, da habe ich gar keinen Bock, mich auf irgendein äußeres Bild ungeschminkt und keine Ahnung was. Manchmal ist es mir scheißegal. Ich rede mehr, als ich tue. Sehr gut. Nicht. Ich setze mein Gesicht mal. Mit den üblichen Verdächtigen. Ich setze mein Gesicht. Und zwar mit dem Too Faced Puder. Da. Also ich rühre das und
Es hätte halt hier meine Poren. Ich finde das unglaublich toll, dieses Puder. Wenn man das nur hier. Man muss aufpassen, ich glaube, dieses Puder hat Silikone. Ist ein bisschen nicht so das Gelbe vom Ei, würde ich sagen. Dann benutze ich mein Fit Me loses Puder. Ich finde das momentan das Allerbeste für mich und meine T-Zone. Es kommt gerade nichts da dran. Ich möchte keine Infobox-Polizei auf meinem Kanal. Ich zeige euch eigentlich die Produkte, was ich benutze. Ihr könnt gerne googeln. Ihr könnt einen Screenshot machen und gerne googeln, falls ich es nicht schaffen sollte. Denn es ist schon ja, ein Aufwand, sage ich mal, das alles reinzuschreiben. Manchmal hat man einfach nicht die Zeit. Und ich finde, es sollte trotzdem nicht so viel Arbeit sein, wenn man es als Hobby macht. Ich meine, klar, es gibt welche, die machen das wahnsinnig gerne und blenden super tolle Sachen ein. Ich bin nicht die Tante dazu. Ich komme immer noch nicht mit meinem Schneideprogramm klar. Ich hoffe, ihr erkennt alles. Ich bin scharf genug. Genau. Und als nächstes würde ich die Thirsty, glaube ich, heißt die Palette, die Sommerkollektion von Jeffree Star testen. Und als nächstes würde ich gerne den Herren da hinten mal austesten. Ich habe so viele Testdinger, die ich gerne testen würde. Ja. Ich nehme den Art Deco Stift, den finde ich so, so gut. Leute, den finde ich richtig gut. Das wäre so ein richtiger Nachkaufkandidat. Wirklich vielen Dank, liebe Sandra. Der passt wie die Faust in mein Auge. Das sieht einfach wunderbar aus. Der ist nicht zu warm. Also, er ist schon eher so ein weicherer Kandidat. Man könnte sich auch eine fette Augenbraue damit malen, sag ich mal. Weil er halt eben doch nicht so hart ist. Aber er ist ein bisschen weicher als der von Catrice. Da zieht er nicht so viel Haare raus. Die wachsen zwar bei mir nach, aber ich finde es doch irgendwie blöd, wenn ich mehr Haare rausziehe als nachwachsen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das war der Art Deco Stift in der Nummer 6. Dann nehme ich so ein Aus, so ein 2 in 1. Verblende das Ganze mal. Noch Haar dran. Ich finde nämlich, so cremige Geschichten lassen sich einfach besser ausblenden. Und man kann dann noch mit Puder arbeiten, wenn man möchte. Zum Beispiel habe ich ja von Freedom ein Puder in so eine Colourpop-Geschichte hier reingemacht, damit ich das immer benutzen kann, wenn ich es brauche. Gestern war Vatertag. Ich war todesmüde. Also ich bin nicht in der Lage, 4 Stunden Schlaf wie heute zu haben. Ich konnte gestern einfach nicht schlafen. Das ist nervig. Das nervt mich wahnsinnig, wenn ich da nicht schlafen kann, weil ich einfach nicht klarkomme mit meiner kleinen bunten Welt. Wo ist bitte mein Eye Primer? Also zurzeit ist es ganz schlimm mit meinen Augen. Sobald es warm wird, creased jeder Lidschatten. Ich weiß schon gar nicht mal, was ich benutzen soll. Ich teste mal demnächst wieder die Essence Base, weil wenn die Cremegeschichten hier nicht funktionieren, was letztes Jahr gut funktioniert hat, dann werde ich echt sauer. Was ist denn dann los? Dann habe ich noch fettigere Lider bekommen. Und dann kotzt mich das echt an. Ja, ich habe so Lust auf Peach, weil ich sowas Braunes anhabe. Ich finde, Braun und Peach passt einfach perfekt. Ich sehe gerade aus wie eine Leiche. Hab noch vergessen, umzufallen. Das ändern wir jetzt mal. Geht gar nicht. Ich benutze natürlich meine NYX-Palette, die ich ja über alles liebe. Nicht? So ein Stippling-Brush. Habt ihr eigentlich so Putzpläne? Also hab ich ja nicht. Ich mache das ja alles so, wie ich gerade Zeit oder Bock habe.
Habt ihr Putzpläne? Funktionieren bei euch Putzpläne? Also bei mir nicht. Egal wie ich es mir mache, funktioniert nicht. Ich mache das dann trotzdem nicht. Auch wenn es auf meiner To-Do-Liste steht. Manchmal kommt einfach was dazwischen. So wie jetzt ein Video zum Beispiel, statt Küche aufräumen. Ja, als Blush benutze ich dieses Teilchen. Das hat mir die Katharina, die Kati, zugeschickt von Make-up Revolution. Ich feiere ja das Packaging. Ich hoffe, ihr erkennt das. Nö. Ihr erkennt überhaupt nichts. So sieht es aus. Das hat so innen drin Schimmer. Finde ich richtig geil. Und hier ist die Farbnuance. Und hier bin ich. Ja, es muss auch mal scharf stellen, ne? Das sieht so aus. Man kann da unten als Highlighter benutzen und da oben sind Blushes. Ich gehe mal in so zwei rein, klopf gut aus. Und ich glaube, das ist nämlich sehr, sehr gut pigmentiert. Ja, ich höre gerade zur Zeit Deutschrap, weil es mir einfach Motivation gibt. Ich bin eigentlich, also nicht von meinen Kindern, sage ich mal, immer wenn die Kinder aussteigen, dann mache ich mein Handy an, also im Auto und dann ja, geht das ab, weil ich finde einfach Deutschrap so aggressive Musik, wow, so aggressive Musik macht mich einfach gut drauf, ist einfach so. Ich kann dann einfach viel mehr schaffen. Zum Beispiel im Fitnessstudio, ja, wenn man keine Kraft hat und dann irgendwelche latschrige Musik hört, dann kann ich nur aufgeben. Also ich brauche da richtig aggressive Musik, die mich pusht. Und yes, das macht dann auch Fun. Also ich finde, ohne wäre ich wahrscheinlich ein Nichts. Also Musik ist für mich das Ein und Alles. Also heute Morgen hatte ich eigentlich auch keinen Bock aufzustehen, weil ich eben nur 4 Stunden hatte. Zum Schlafen. Ich konnte einfach gestern nicht einpennen. Das kotzt mich auch an, wenn ich dann nicht mal einschlafen kann. Nervig, so eine Geschichte. Nervig. Wir fangen an mit der Sweet Peach. Ich hole ich einen dicken näher dran und hoffe, ich versinke nicht wieder in meinen Spiegel. Bei dem Concealer muss man aufpassen. Ab und zu ist es halt so. Blending des Todes ist das hier. Wirklich. Aber hat auch Glitzerpartikel. Die Glitzerpolizei ist da. Ist aber trotzdem im Moment nicht so schlimm wie Jeffree Star. Unheimlich guter Pfirsichduft, obwohl mich das ja immer, oh, meine Nase juckt, immer an, ich gehe hier in den Peach-Ton rein. Der hat auch ein bisschen Glitzerpartikel, wie ich sehen kann. Aber wahrscheinlich sieht man sie gar nicht auf dem Auge. Na, minimal, aber wirklich nicht viel. Ja. Die Palette ist wunderschön. Die macht mich richtig an. Die Farben und sowas. Ein bisschen ist das einfach eine Nude-Palette mit ein bisschen. Haben die meisten Paletten, ne? So Nude-Töne drin. Und ja. Ich wollte so ein Video noch machen, wo ich euch meine absoluten Must-Have zeige, wenn mein ganzer Schminkkoffer, so ein Tag-mäßig, was ich mir alles kaufen würde, alles ein Produkt, welche Pinsel ich mir sofort noch kaufen würde und. Also so meine absoluten Must-Haves, wenn meine Sachen verschwinden. Ich glaube, wäre ein cooles Video. Ich benutze diesen Ton hier. Das ist so ein Creme-Peach-Ton. Ich finde, das ist der hellste schimmernde Ton in der Palette. Der ist so ein bisschen gelblich, vergilbt. Sieht aus wie Nikotin. Ich kann so viel Kacke lauern. Raffas Plastic Life würde auch zu mir gut passen. Wir würden uns sehr gut ergänzen. Ich denke, wir hätten noch mehr Scheiße im Kopf. Ich feiere diese Frau gerade übelst. Guck, als so demotiviert mich die Frau. Unsere allerliebste Schabracke. Wie sie sich immer nennt. Ja, okay. Auf den Lidern würde ich es gerne eher so zart haben wollen. Ich glaube, ich nehme diese zwei schimmernde Töne. Schimmern die? Schimmertöne. Dieses Kissen hat sich schon echt bewährt, muss ich sagen. Also, ich habe nicht so viele Pinsel für nasse Lidschatten oder Schimmerlidschatten, so flach gebundene Eyeshadow Brush Pinsel. Also, Verblendungspinsel habe ich en masse.
Aber nicht sowas. Ich benutze jetzt erstmal den hier. Und der sieht wunderschön aus und trage ihn mir hier im vorderen Bereich auf. Auf. Eh nicht so viel Zeit. Genau. Und dann gehe ich in das Peach. Das hier. Da unten. Das ist so ein Schimmer-Peach. Man könnte das auch anfeuchten, man dürfte aber nicht reingehen, weil es hat schon Hardpan gehabt. So ein bisschen verkrusteter Lidschatten. Das ist dann immer besser. Man nimmt das Pigment auf und sprüht es dann an. Finde ich halt einfach besser. Oh, da habe ich einfach vergessen, den hellen Ton aufzutragen. Sag mal, seid ihr matt oder was? Ich verstehe es gerade nicht so richtig, was hier abgeht. Okay, ich gehe in den Schimmernden daneben und trage ihn da auf, wo ich ihn auch auf der anderen Seite habe. Wie kann man so verplant sein? So. Eigentlich soll das nur ein dezenter Look werden. Ja, genau. Ich gehe in das Lila rein. Oder was? Oder was? Oder nee. Oder not. Der dunkelste Ton ist der hier. Das ist so ein Schwarzgrün, dunkelgrün, irgendwie sowas. Und den trage ich mir hier am Wimpern ganz auf. Nur so zur Verdichtung. Es ist halt einfach mal wieder ein schlichter Look. So. Hartkantig. Und hier unten natürlich auch. Okay, dann nehme ich den Pinsel, den ich eben gerade genommen habe für das Shimmer Peach und trage es mir einfach unten drunter auf. Und verblende so ein bisschen die Kanten. Einfach ein zarter Look ist das. Ja, der Highlighter passt mal so gar nicht, weil das so einen rosa Schimmer hat. Ich sprühe mich an. Stelle euch mal auf Pause und dann hole ich euch wieder zurück, wenn ich meine Wimpern geduscht habe. Dann kommen wir nämlich zu den Lippen. So, ich bin tatsächlich fertig jetzt hier mit meinen Wimpern. Mehr geschmiert als geduscht. Ich trage mir ein Favorit von meinen Händen auf. Das war mal eine Festival-LE. Jetzt habe ich Schluck auf. Ich weiß auch nicht. Meine Mami denkt bestimmt an mich. Garantiert hundertprozentig Mutti. So. Ich bin ready. Ich trage mir immer so ein bisschen ab und ich finde, meine Wimpern sind einfach unten zu lang, weil sie dätschen immer unten dran und dann verschmiert. Das wäre mein Look und ich bin in 18 Minuten fertig. Also, ja. Wimpern duschen, 2 Sekunden, zack, 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 oben, unten und fertig. Also, ich brauche nicht lange, um mein Alltags-Make-up zu gestalten. Und ich finde, jeder sollte mal so ein bisschen Farbe drauf haben, aber nicht zu viel. Das ist jetzt ein Alltagslook. Und ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Und wir sehen uns einfach im nächsten Look. Ich bin mit mit der Palette echt zufrieden, weil ich finde, das ist eine totale Frühlings-Alltags- oder auch Herbst-Alltagspalette. Also man kann sie für jedes Jahreszeit nutzen. Grüne Augen kommen besonders zur Geltung, genauso wie blaue. Ich finde, farbige Augen kommen einfach bei so Peach-Tönen einfach gut zur Geltung. Ooh, la la la, I love you, baby. Ciao.